You and the horse son here. So, jetzt gibt's. Verpiss dich, Mann. Ich bin zwar krank, aber ach, nicht krank genug, um dich, Arschloch, fertig zu machen. Ja, aber sie hat recht. Das wird noch so vielen Leuten helfen, die es verdient haben, Hilfe zu brauchen in unseren letzten Tagen. Oh Mann, ey. Es passiert so viel Geiles in Kapitel 6, aber auch so viel Trauriges. Heute könnte es ein sehr emotionaler Part werden, meine lieben Cowboys, denn ja, heute gibt es mehrere Nebenmissionen, die wir beginnen werden. Und zuvor erstmal herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Red Dead Redemption 2. Ja, in Saint-Denis machen wir jetzt erstmal eine kleine Nebenmission. Ich habe schon ein bisschen Angst, weil hier vorne ist, glaube ich, ein Cop. Kommen wir an dem irgendwie vorbei? Weil wir machen jetzt erstmal hier die Folge oder die Mission, die sich nennt von Mensch und Engel in Teil 1 und 2. Und ich schaue jetzt mal, ob ich hier vorbeikomme. So. Und die könnt ihr im Übrigen nur beginnen, wenn ihr Brüder und Schwestern alle zusammen beendet habt. Das könnt ihr, glaube ich, in Kapitel 4 machen. Ja, und hier haben wir die Schwester, die wir damals, oder der wir damals geholfen haben. How is Brother Dork? Oh, he's quite well. A little frustrated with the workings of our order. He keeps trying to be sent overseas, you know, do something with more challenge, maybe be a missionary. He's a lovely man. Sure. And how are you? Never better. Are you sure? I'm quite sure, sister. You know, a long time ago, I was like you. I very much doubt that. Oh, no, I did terrible things, awful things. And I could not stop doing terrible things because I did not believe that goodness existed. And then one day I saw that love did exist. And ever since then, doing bad things became, well, not impossible, but ridiculous. I guess I'm just hoping for a dignified exit. I shall pray for you. Oh, I'm not a religious man, sister. I'm an outlaw. Oh. What fun. Religion is just a word. Hearts are rarely pure, but equally they are rarely impure either. Well, that's an interesting way of putting it. To me, God is people and people are God. So we must all do what we can. These people are starving. Go find them some food. Don't worry so much about your heart. The actions will lead, and the heart follows. I'll still think of you in very nasty terms, as you wish. Ja, und wir sollen jetzt spenden. Ich bin aber mal für Geld spenden. You know what, sister? I've got some money on me right now. You can buy some food with this. Oh, you're so wonderful, Mr. Morgan. No, that ain't true. I meant wonderful, but so very frightening. Exactly. Ja, damit war's das mit der Mission. So schnell war sie hier zu Ende. Und jetzt geht es zu einer wirklichen Mission. Ich habe nicht umsonst gesagt, dass es heute emotional werden könnte. Denn wir reiten jetzt nach Annisburg, wo wir jemanden wieder treffen werden, ja, die ganz kurz erschienen ist, wirklich nur ganz kurz, aber die wir schon kennen. Und von ihrem Ehemann haben wir die Krankheit, die wir gerade haben, nämlich Tuberkulose, bekommen. Ja, die Rede ist von Edith Drowns und ihr Mann hatte Tuberkulose und bei ihm mussten wir damals, ich glaube sogar, das war die erste Geldverleihsündenmission, mussten wir machen. Und das ist eben der Plot-Twist hier in dem Game, weil von ihm haben wir die Krankheit erhalten. Ja, das war eigentlich so keinem wahrscheinlich bewusst, der die Mission damals gespielt hat.
Aber so schnell ändert sich das Blatt. Hätten wir von ihm nicht das Geld gestohlen oder wiederbekommen müssen, hätten wir die Krankheit nicht. Also ihr seht wirklich, und das ist ja auch aufs reale Leben irgendwie abzusehen, schlechte Handlungen und Entscheidungen können einen das ganze Leben lang verfolgen, aber auch gute Handlungen. Zwar müssen die im ersten Moment nicht lohnenswert sein, aber irgendwann werdet ihr vielleicht sehen, oh, das war gut, dass ich das damals gemacht habe. Und es zeigt sich dann im Endeffekt, dass es die perfekte Entscheidung war. Und jetzt in dem Fall sehen wir eben, dass es damals eben nicht die gute oder die beste Entscheidung war, für Herrn Strauss Geld einzutreiben. Aber wir bemerken ja auch, dass sich Arthur jetzt komplett um wirklich fast schon 360 Grad wendet, will man da schon fast sagen. Weil er versucht jetzt ein besserer Mensch zu sein und vor allem seine schlechten Taten wieder gut zu machen, auch wenn das wahrscheinlich nicht immer gelingen wird, aber es ist auf jeden Fall erstmal ein gutes Zeichen. So, und wo reite ich jetzt gerade eigentlich lang? Ich denke mal, ich bin schon gut auf gutem Weg, aber ja. Und übrigens, bevor ich es vergesse, diese Mission, die wir jetzt starten, könnt ihr nur spielen, und das ist ein bisschen blöd vom Game, wenn ihr einen positiven Ehre-Rang 4 habt. Also schon relativ einen wirklich sehr guten Ehrenhang habt, weil sonst wird die Mission euch gar nicht angezeigt werden, was ziemlich schade ist, meiner Meinung nach. Also ein paar Hinweise hätte es schon geben können, aber naja. Es ist halt Red Dead Redemption 2. Ich habe ja schon öfters gesagt, dass mich das ein bisschen, ja, aufregt, will ich jetzt mal nicht sagen, aber es stört mich schon, gerade in einer so großen, lebendigen Welt, dass man ja auch vieles gar nicht so mitbekommt. Und in einem Open-World-Game ist es eigentlich nie gut. Oh Gott, was ist das denn? Dieser ist ein Pferd komplett am... Oder haben wir das sogar ausgeschaltet damals mit dem Ballon? Das ist ja krass. Kann man da eigentlich irgendwas machen bei dem Pferd, bei einem Toten? Nö. Das wäre es ja auch, wenn wir da jetzt auch die Haut abziehen könnten. Das wäre ein bisschen makaber, meiner Meinung nach. Ja, wie gesagt, ihr braucht einen positiven Ehrenrang 4 und dann seht ihr die Mission. Ich versuche natürlich alles hier in dem Spiel zu zeigen, aber selbst mit einem Lösungsbuch ist das echt kompliziert gemacht. Weil man kann halt, und das werdet ihr dann später im Laufe des Let's Plays feststellen, einiges irgendwann nicht mehr machen. Zwar vieles, um die 100% zu erreichen, schon, aber ja, auch einiges eben nicht, wenn man das nicht bis zu einem bestimmten Zeitpunkt abgeschlossen hat. So, und wir reiten jetzt mal den Schienen nach. Weil ich habe jetzt hier keinen Bock, irgendwie außen rum zu reiten. Wenn wir doch hier schön auf den Schienen nach Annisburg reiten können. Und hier vorne können wir auch eine Mission mit Mika starten. Das werde ich, denke ich, mal im nächsten Part machen. Aber jetzt in dem... wollen wir doch erstmal zu Edith gehen. Die sich hier befindet. Die haben wir ganz kurz gesehen. Und Arthur war selbst überrascht, dass sie jetzt hier anscheinend wohnt. Ach ja, sie. Ja, sie ist nämlich eine Prostituierte wahrscheinlich. Oh Mann, und die wird ganz schön runtergezogen, aber was tut man nicht alles für Geld? Ja, mal gucken, wie sie auf uns reagiert. Suche keine Vergebung, Teil 1. I mean, well, this country is man unleashed. That's the thing, and it ain't my fault any more than it's anyone else. Man unleashed? Then unleash goodness, not just hell's feeble brothers, sir. But how? I mean, all I know how to do is fight, I guess. I was set free to fight. Where's your son, Mrs. Down? Where you think? Down the mine. Until he gets sick, which won't be long given how hard they work him. See, Fulman don't like him, so he gets the worst of it. Maybe I could go with him. Maybe you could just leave us all alone.
Maybe. Maybe you could just go fight some other battle. Ja, unsere Mission ist aber jetzt klar. Wir begeben uns zur Mine, um den Sohn zu helfen, der von dem Vorarbeiter drangsaliert wird. Ja, ich kann sie auf jeden Fall verstehen, keine Frage. Ich kann sie voll und ganz verstehen. Sie ist sowas von enttäuscht von Arthur, aber... Ja, was soll ich denn machen? Klar kommt die Einsicht bei uns sehr, sehr spät, aber... Ja, so ist es. Es ist leider so. Aber wie gesagt, deswegen machen wir da jetzt alles, um irgendwie es zu schaffen, uns bei allen in jeglicher Form erkenntlich und also zu zeigen und dass sie uns vergeben. So, und was wollt ihr denn jetzt hier? Wollt ihr einen aufs Maul oder was? Who's this, your daddy? My daddy died. And this man, he killed him. What are you doing here? Leave the boy alone. Why'd you kill his daddy? You after his mama? Stop bullying the boy. Get out of my business, mister. Leave the boy alone. Or what? Or I'll kill you too. You couldn't kill no one. Look at you, all ragged and sick and weak. Clear off, you goddamn hermit. Clear off! You and the horse son here. So jetzt gibt's... Verpiss dich, Mann. Ich bin zwar krank, aber ach, nicht krank genug, um dich, Arschloch, fertig zu machen. Sorry für meine Ausdrücke. He's just a goddamn boy. Let's get you out of here. They're gonna kill me. Now I got no job and they're gonna kill me. I've got some money. You and your mama can go someplace nice. Well, why are you doing this? I don't know. Listen, take this. Oh, try and talk to your mama and get out of here. Now run. I'll try. Good boy. I don't want to see you here again. Meine Güte. Ja, die Mission haben wir damit abgeschlossen, aber noch nicht ganz. Denn nach 4 Ingame-Stunden gibt es noch eine weitere Mission. Also bis gleich. So, Guys, ich habe mal eine Nacht drüber geschlafen über die Ereignisse und es ist eine neue Missionsreihe aufgeploppt. Oder eine neue Mission, besser gesagt. Und ich bin jetzt mal gespannt. Vielleicht sehen wir jetzt den Sohn oder Edith, keine Ahnung. Beim Zeitungsjungen, okay. Ach nee, hinter dem Zeitung. Ah, hier ist der Sohn, okay, alles klar. Okay, er versteckt sich anscheinend. Solltest du nicht verschwinden? You still here, kid? Yes. Mama. Mama can't leave. Or won't leave. I don't know. I said I had the money. She said your money weren't moral. She said it'd be better to die than to take it.
Maybe she's right. I don't know. I don't know anything about morals. She's still heading out. Working, you know? I'm sorry, son. Sorry about all of this. She ain't been back for a few hours. She left with some fella down the railway tracks. I did not like the look of him. Which way, you say? That way. Around the woods towards Willard's Rest. I'll see what I can do. Oh ja, das schauen wir. Vielleicht können wir ihr das Leben retten. Das wird auf jeden Fall einiges, zumindest Kleines, von unseren Taten verzeihen. Ja, selbst der Sohn. Aber es ist schon echt, echt kacke, wenn der eigene Sohn, ja, die Mutter nicht umstimmen kann. Aber geht, sie tut halt auch nur das Beste, was sie kann. Ne? Man kann ihr nichts irgendwie Böses nachsagen. Aber vielleicht können wir sie jetzt umstimmen. Suche an der Brücke nach einer Spur. An der Brücke? Okay. Oder hier unten. Ach so. Was? Folge was? Folge Pferde folgen Pferd. Okay. Ist es jetzt so richtig, was wir machen? Ja, Folge der Spur, anscheinend schon. Achso, weil hier vorne ein Pferd ist. Ach, da ist sie mit ihm hierher geritten anscheinend. Okay. Ah, ich sehe schon. Begib dich zu Edith. Wir lauschen den mal kurz. Ja, man merkt schon, Edith hat keinen Bock auf ihn. Oh, komm, das Gelaber kann ich nicht hören. Wir unterbrechen das Ganze jetzt mal. Ja, komm, sei ruhig. Lass sie in Ruhe. Push me. I'll put a bullet in you. I presume Archie sent you? I said clear off before I deal with you. See you again, dearie. Ey, lass seine widerlichen Griffe von ihr. Aber er macht nichts. Aha. Listen. Listen. Excuse me. You sound like my husband. I know. Listen. I'm sorry. I'm sorry for what happened. I was a fool. And I'm suffering for my foolishness. But don't go and get yourself killed because of your pride. You have a son, Mrs. Downs. I'm just so ashamed. Überrede Edith zu gehen. Ja, ich denke, wir müssen das Ganze mal ruhig angehen. Of what? You loved him. You did everything for him. Let's get you home. All right. Let's go. Sehr schön. Bring Edith zurück nach Annisburg. Oh, sehr schön, sehr schön. Zum Glück, sie kann uns verzeihen. Jetzt bin ich mal echt gespannt, wenn die sich noch am Pferd unterhalten. Hoffentlich gibt es noch einen kleinen Dialog zwischen den beiden. Ja, aber ich denke auch nur, weil Edith gesehen hat, dass wir genauso einen Husten haben wie ihr Mann. Sorry won't bring Thomas back. I know. So you're sick now too? And you think that affords you the opportunity for penance for cutting his time short? No, I ain't looking for that. Okay then. So just forget about me and the guilt you're carrying, because no good can come of that for either of us. And all you can do now is decide the man you want to be for the time you have left.
Help someone who can still be helped. Why help yourself? I suppose you're right. Oh, hang yourself for all I care. You're right to dislike me. I ain't looking for that to change. Ja, aber sie hat recht. Dass wir noch so vielen Leuten helfen, die es verdient haben, Hilfe zu brauchen, in unseren letzten Tagen. Oh Mann, ey. Es passiert so viel Geiles in Kapitel 6, aber auch so viel Trauriges. Aber ich bin jetzt erstmal froh, wenn sie mit ihrem Sohn abhauen kann und hier alles hinter sich lassen kann. So, wie komme ich denn jetzt da durch? Hier lang. Und bitte macht was aus eurem Leben. So, komm mit, meine Liebe. Komm. Someplace else. Start over. Here, take this. I don't need it no more. I don't want your money. Yeah, I know you don't want it. I don't. You sure as shit need it. Take it. No. I ain't looking for forgiveness. It ain't about that. Don't forgive me. Just take the money and get out of here. Please. I know I ruined your life. I suffer for it every day. But don't let yourself get killed for pride. I seen it kill too many folk. Don't say anything. Don't thank me. Just take the money and pack your bags. That's all I gotta say. Thank you, Mr. Morgan. I said don't thank me. Get out of here. Please. $90, ja. Suche keine Vergebung, Teil 2 abgeschlossen. Boah, ich hoffe mal, die beiden starten jetzt. Ein Leben in Frieden vor allem und ein gutes Leben. Leute, es war doch wieder mal ein sehr krasser Part, ein sehr emotionaler Part. Ich denke mal, im nächsten Part machen wir gleich hier die Mission bei Mika. Bin ich sehr gespannt drauf. Ich hoffe ihr auch. Gebt doch gerne mal ein Like nach oben oder einen Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut rein und ciao. Euer Beschix.